Hallo meine Lieben, schön, dass ihr alle eingeschaltet bei mir. Mein Name ist Lola, ich komme aus Österreich und heute für euch habe ich einen XXL Elf Kosmetik Haul. Denn Elf wird Österreich leider verlassen. Ich finde es so schade, denn Sleek hat schon Müller verlassen vor 2 Jahren. Jetzt auch Elf. Ich habe Sleek sehr gemocht und Elf habe ich mir auch hin und wieder gekauft. Was ich von Elf euch wirklich wärmsten empfehlen kann, ist die Foundation. Ich habe die Foundation geliebt. Ich habe mir jetzt dreimal dieselbe im Backup gesichert, aber trotzdem finde ich es schade, denn es war ja doch irgendwie doch so ein Reiz. Man geht hin im Geschäft, man schaut sich das an, man kann testen, was man jetzt wahrscheinlich bei der Elf-Seite auch nicht machen kann. Ist ja eh klar, dass man das dann auch nicht, das getestet auch zurückschicken kann. Aber ich habe mir jetzt hoffentlich für einige Jahre ein bisschen was gesichert und was ich mir da alles gekauft habe, das möchte ich euch gerne zeigen. So, also die Elf Foundation kann ich euch wärmsten empfehlen. Die hätte gekostet 9,99 €. Ich habe sie bekommen für 4 Euro, denn auf der Elf Theke war minus 50%, aber Bipa hat sogar Sommer Sale, das heißt, ihr bekommt auch andere Produkte, jetzt nicht für 75%, aber für 20%, also vorbeischauen lohnt sich immer. Ja, dann habe ich mir von Elf meinen Lieblingsprimer geholt. Der hat auch nur 4 Euro gekostet und ich bin am Überlegen, wenn ich wieder zurückkomme, ich bin jetzt ein paar Tage weg, dass ich mir doch nicht ein paar Elf-Primer noch sichere, weil die sind richtig gut. Ja, Foundation war klar, dass die nicht mehr so viele da waren, sonst hätte ich vielleicht auch einige mitgenommen. Dann haben wir etwas, was ich auch überhaupt nicht kannte. Es gibt von Elf so einen Lip Scrub. Das ist so etwas. Und das sind so kleine, ja, wie Peelingkörner. Es gibt einmal in Sweet Cherry und mit Kokos. Da habe ich mir 3 mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, das wäre gar nicht so schlecht, wenn man die auch einmal so in Tauschpakete oder vielleicht sogar in Verlosungen reinhaut. Deswegen nehme ich immer ab und zu so Backups mit. Also hier haben wir einmal Cherry Sweet und einmal Cherry Sweet Süßkirsche. Also hier seht ihr, das ist ein bisschen heller als das. Das habe ich mir mitgenommen. Ich sage euch immer jetzt die Preise dazu. Vielleicht ist es für den einen oder anderen neugierig. 2,50 Euro pro Stück. Dann habe ich mir mitgenommen dasselbe in Brown Sugar. 4,99 Euro. Hat gekostet 2,50 Euro. Und einmal, wie ich euch gesagt habe, in Kokos. Das heißt, ich habe die 4 Sachen nur 10 Euro bezahlt. Und im Winter ist das wirklich ein Must-Have, wenn man dann schon so die ganzen Lippen trocken hat und so. Ja, dann habe ich mir dieses Mal für mein Schminkvideos ganz viele Duo-Brush gesichert. Und zwar, ich meine, ich habe jetzt wirklich keine Augenbrauen, aber hier unten unterhalb ist so ein kleiner Stift. Kannst du mal sehen. Mit dem kann ich wunderschön meine Augenbrauenpomade malen. Ich glaube, der kostet auch um die 2 Euro. Da habe ich mir 3 sichern können. Also ich hätte mir auf jeden Fall mehr gesichert, weil Pinsel braucht man immer. Dann habe ich mir einen großen noch einmal genommen, einen Blending Brush, 3,50 Euro. Einen habe ich in Verwendung, den einen habe ich einmal gewonnen. Und seitdem ich die Pflegeprodukte gewonnen habe, hat mich Elf immer mehr und mehr überzeugt. Ich zeige euch etwas von Elf. Es gibt von Elf auch so Pflegeprodukte. Leider habe ich sie bei uns so noch nie gesehen. Ich schätze mal, dass die liebe Amy vielleicht das bestellt hat oder bei Sephora. Auf jeden Fall, die sind richtig gut. Sobald ich die alle leer mache, gibt es von mir auch eine Review. Ja, dann habe ich mir den letzten Illuminator Mist Set Setting Spray sichern können. 6,99 €. Ich glaube, den habe ich 3,50 Euro bezahlt. Schade, ich hätte mir noch mehr gerne Settings Spray mitgenommen. Ja, und Wimperndusche. Da haben mich einige auf Instagram gefragt, ui, kannst du mir eine Instagram, also eine Wimperndusche mitnehmen? Leider, das war die letzte Wimperndusche, aber ich werde mich noch in einen Bipa, sobald ich zurückkomme,
schlau machen, weil die Wimperndusche kostet nur 2,50 €. Also das ist wirklich, wirklich ganz günstig. Also hätte ich mir mindestens 4 oder 5 mitgenommen. Was aber noch ganz, ganz viel dort war in meinen Biber, waren diese kleinen Paletten. Also hier gibt es eine kleine für 4,99 €. Also die kosten alle 4,99 €, ist ein Highlighter und ein Blush. Und dann gibt es diese in Blau, da freue ich mich, denn meine von der Glossy Box ist kaputt gegangen. Jetzt muss ich wirklich aufpassen, wenn die runterfallen, diese kleinen, die brechen richtig ab. Also wie gesagt, 2,50 €. Von denen gibt es noch wirklich sehr, sehr viel. Ja, dann habe ich mir den letzten Highlighter sichern können und der hat gekostet 3,50 €. Also ich hätte auf jeden Fall mehr mitgenommen. Das ist die Beckett Highlighter Moonlight Pearls. Ein wunderschöner Highlighter. Also ich hätte auf jeden Fall da 3 oder 4 mitgenommen für Tauschpakete, Verlosungen, für Überraschungspakete. Also ich hätte euch da wirklich, wirklich eine Freude gemacht, weil ich weiß, viele lieben ja diese Beckett Highlighter. Dann habe ich etwas genommen, aber nicht für mich, da ich ja eh keine Augenbrauen habe. Das ist so eine Augenbrauen. Pomade, da haben wir gedacht, komm, nimmst das mit für die Tauschpakete, weil viele haben doch Augenbrauen und ich weiß, das von Elf ist immer gut. Ja, dann habe ich mir etwas mitgenommen, wo ich sagen kann, ja, das kann ich auch gebrauchen. Das ist ein Augenbrauen-Kit. Da gibt es so Pomade mit einer kleinen Augenbrauen-Brush-Bürste und die hat gekostet 5,99 €, also ich schätze mal 3 €. Davon waren die letzten zwei und die habe ich mir genommen, einmal für mich und einmal für ein Tauschpaket oder so. Muss ich schauen, halt, wer sowas nützt. Dann habe ich mir einen Elf Blush mitgenommen für die Cheeks, wo ich sehr froh bin, denn das ist wirklich einer, der sehr hell ist. Denn ich habe einen bekommen vom Tauschpaket von der Renate und einen von der Claudia. Ich glaube, dass die sehr dunkel waren, aber der, was war der letzte? Und ich habe ihn sofort geschnappt. Meiner. Also den habe ich bezahlt auch 4 €. Aber trotzdem hat sich das wirklich summiert. So, dann habe ich mir einen Augenbrauen-Grundierung mitgenommen. Finde ich super, gerade für die Palettenparty, da kann man immer gute Looks schminken. Außerdem habe ich den jetzt auch verwendet in den Sailor Moon Look. Werdet ihr sehen. So, dann habe ich noch ein Make-up sichern können, denn für ein Tauschpaket, da hat mich die Liebe gefragt, da habe ich das letzte, das war ganz, ganz hinten versteckt. Also diejenige wird sich freuen, wenn sie sieht. Ja, und Sommersale, das heißt, ich habe jetzt hier einmal, habe ich zweimal von Look by Bieber Sommer Ritual Setting Spray. Ich glaube, die kosten 5 €. Ich habe da einen bezahlt, nur 3 €, genau, weil es ist 20%, 3,50 €, genau. Und einen ist für mich und einer ist ja, fürs Tauschpaket oder zum Herschenken. Ui. Riechen tut es aber gut, ja. Also ist ganz viel rausgekommen. Ja, und von der Marke war auch dieses Glowing Summer Rituals and Bronzer. Ja, einmal gedacht, wenn schon, dann schenke ich die zwei zusammen. Das ist ein wunderschöner Bronzer. Ich habe Bronzer sehr, sehr viel. Wunderschön. Guckt euch mal das an. Wunderschöner Bronzer. Ja, dann werde ich das im Set einfach schenken. Und ich habe mir noch eine Elf Grund, also Face Primer mitgenommen in Grün. Diese Grundierung steht Grundierung Base. Das ist ja, muss ich schauen, wie das ist, aber das steht jetzt nicht wirklich für was das ist, weil es gibt nämlich einer, der ist für rote Flecken, der ist für Feuchtigkeit, der blaue ist immer Feuchtigkeit und hier steht nur Grundierung Base. Okay, steht jetzt nicht irgendetwas für was, aber okay. Gut, muss man testen. Genau, das habe ich. Ich habe den mitgenommen und einen
Einen habe ich sogar im Bad, den habe ich im Tauschpaket genommen für Rötungen. Genau, das habe ich von der lieben Belladonna bekommen im Tauschpaket. Ich sage, alle 11 Produkte sind super. So, dann habe ich zweimal mitgenommen ein Liquid Eyeshadow in Ombre. Also der ist ein bisschen gold und der ist ein bisschen mehr bräunlich, obwohl man jetzt gar nicht den Unterschied sieht. Aber Leute, das ist so. Oh ja, jetzt sieht man ein bisschen Unterschied. Die haben gekostet 9 Euro und ich habe sie bezahlt. 4 Euro habe ich sie bezahlt. Genau, 4 Euro. Und einen habe ich in Blau, den habe ich in Verwendung. Der steht jetzt im Bad. Aber den habe ich mir auch geholt. Genau. Und ich habe mir diese kleinen Bürsten von Elf geholt. Das sind halt die, die ich euch jetzt im Video gezeigt habe. Von denen habe ich mir mitgenommen, ich glaube, 3 Stück. Ja, schadet und die malen richtig gut. Ich habe nämlich heute das Lila wirklich wunderschön malen können, dass das gleichmäßig ist. Also ich habe die Stifte habe ich mir, glaube ich, eh mehrmals mitgenommen. Genau, das ist einmal dieser Brush mit der Pomade und mit dem, was man dann malen kann. Genau, da habe ich mir ja, leider waren da nur 3 Stück dabei. Ja, ich hätte auf jeden Fall mehr mitgenommen, weil für 2 Euro, das ist wirklich fast Geschenk, würde ich sagen. Ja, ihr Lieben, ja, ich hoffe, dass ihr vielleicht schaut mir jemand zu von Österreich oder vom Burgenland oder von Graz. Huscht's im Bieber und schaut's nach, oder ihr habt vielleicht eine Freundin, die ich einige Elf Produkte vielleicht auch besorgen kann. Ja, bei mir im Bieber gibt es nicht mehr viel Auswahl. Wie gesagt, letzte Wimperndusche, letztes Make-up. Was wir noch sehr viel haben, sind diese Sachen. Da gibt es, glaube ich, noch 3 oder 4 sogar im Backup im Bieber. Aber alles andere ist schon ziemlich weg, ja. Und es gibt auch andere Sachen, aber die haben mich jetzt so nicht richtig interessiert. Da gab es noch diese Lipgloss von Elf, aber die Lipgloss, die waren alle irgendwie so eingetrocknet. Kennt ihr das, wenn das sowas pickt? Also da, ich glaube, die liegen ja auch schon ein paar Jahre. Vielleicht lag das auch deswegen, dass die Lipgloss so irgendwie schon ausgeschaut haben, dass die schon so wie alt sind, ja. Kann schon sein, dass die jetzt auslaufen werden, Elf, eben deswegen, weil die Leute vielleicht das doch nicht so viel gekauft haben. Kann wirklich sein. Gut, ihr Lieben, ich beende jetzt das Video. Ich hoffe, euch mein Elf-Haul hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da, schreibt was Nettes in den Kommentaren und ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Eure Lola. Tschüss.